Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. So Leute, in der letzten Folge haben wir mit den Schwa mit den ich weiß nicht, wie der heißt jetzt. Quatsch. Dexter, glaube ich, ja. Der hat uns einen Auftrag gegeben. Ja, wir müssen so einen Auftrag erledigen. Ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall. Ach so, wir haben das Kiroshi-Implantat oder Kiroshi-Tag bekommen. Jetzt können wir die Leute infizieren. Wir können sogar ein Fahndungslevel machen. Also, ob wir ihn jetzt tot oder lebendig bei der Polizei ausliefern sollen. Ich würde lieber lebendig machen. Von daher, Mord ist nicht so mein Ding. Ja, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Bestimmte Handlungen bringen dir Street Cred ein. Verdiene mehr Street Cred und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City, so werden sich die völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Charakter. Attribut. Reflexe. Adlerauge. Journal. Psychokiller. Ah, cool. Das sind die Nebenmissionen. Nicht wundern, Leute, das ist nur meine Katze. Waffe. Besser als nix. Aufsätze habe ich leider nicht. Scheiße! Oh, wie groß dieser Ding ist, ey. Charakter. Werte. Charakterwerte. Okay. Jaxter, Upper Decks gesprochen. Hey, Gordita ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Ey, wir sehen, was wir drauf haben. Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingo. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und das ist noch was? Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Erst mit der Klienten treffen. Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego.
Wie kann ich Kamera wechseln, Mann? Das sieht so scheiße aus, so. Ja, scheiße geparkt, aber kann ich nichts machen. Geschlossen, tut mir leid. Die Mox. Gib dich zwischen 18 Uhr und 16 Uhr zu Visibar. Ah, jetzt sind Uhrzeiten auch noch. Okay. Geschenk. Machen wir eins nach dem anderen. Aber zahl deine Schulden bei Victor. Ach so, ne, kann ich nicht. Alter, Digga! Ich kann nicht... Wieso kann ich nicht Kamera wechseln? So scheiße aus, so. Was suche ich meinen Weg nach oben zu gehen?
spreche mit den Zwillingen. Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich... Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Ich war mal ein Zwilling. Sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert. Und jetzt sind sie, ja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Ihr macht wirklich alles zusammen? Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also, nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Ich hab kein Geld, Mann. Ihr zwei habt echt ein Problem. Nicht ihr zwei, nur ich. Und wo bleibt dein Sportsgeist? Tja, komm wieder, wenn du genug Mumm hast. Ich warte. Wie geht habe ich? 137. Okay, nächste Mission. Ach, Digga. Bist du ich okay da? Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul! Raus mit der Sprache, was weißt du? Lass uns treffen, einen Deal aushandeln. Nicht am Telefon. Lass uns treffen, einen Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Okay, ist nicht so weit weg. Schnellreise. Oh, geil.
das ist zu hoch. Danke für die Infos. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhig dich, verdammt! Ich will nur reden. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ja, ich bin nur ich, ganz allein. Ja, nur ich, ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen, sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Gehört. Ich frage noch mal. Sagt mir nichts. Hat dieser Schwanzlutscher dir Infos verkauft? Ist wahr, kenn sich nicht. Allerdings habe ich früher selbst Konvois überfallen. Kenne die üblichen Verdächtigen. Kann dir sicher helfen, den Informanten zu finden. Aber mein jetziges Wissen wird dir in der Hinsicht nicht viel bringen. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen. Lass mich sofort gehen, sonst... Oh. Den könnt ihr loslassen. Wir wissen, was er zu sagen hat. Ich könnte dir mit den Sicherheitslücken deiner Konvois helfen, damit so ein Fiasko nicht nochmal passiert. Kein Interesse. Also, was willst du? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Niemals kommt nicht in die Frage. Nein. Weißt du was, Stout? Mein Angebot ist gerade verfallen. Du. Verdammt, du. Mach ich nicht. Komm, du Faste! Du bist erledigt! Erledigt! Du und alle, die für dich arbeiten! Habt ihr das gehört, ihr Wichser? Warte mal kurz, ich bin gleich da. Oh, hallo Leute, Entschuldigung, ich war was Wichtiges, aber ist egal jetzt. So, weiter geht's. Sollte ich jetzt mit ihr Geld bezahlen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ach, Digga. Dieses Fahren ist so beschissen. Da. Und ich kann nicht mal Kamera wechseln. Ich weiß nicht mal warum. Entweder ist das scheiß Spiel verbuggt oder keine Ahnung. Nomad, du fährst ne Arsch. Ist das eine Arsch? Verdammt, ne echte Schönheit. War ein echtes Schnäppchen. Hab die Kohle vom Dorset-Job benutzt. Und das hat für diese Bestie gereicht? Selbst für eine gebrauchte? Naja, hab nen Kredit aufgenommen. Nur muy pequeñito. Ist es aber echt wert. Ocean, was gibt es zu T-Bug? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Wartest du schon lange? Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also... Maelstrom, wir müssen uns mit ihnen treffen. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Glaub schon, dass das glatt läuft. Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Moment noch. Okay, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Los geht's. Dann reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. No, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besucher. Kenn euch nicht. Lass uns rein, verdammt. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen scheiß Termin? Ich erinnere mich nichts in meinem Kalender. Dex schickt uns. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Auf Traum. Wir warten schon. Gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Hacken. Verdammt gut vorbereitet. Cool, man kann auch Dinger hacken. Ich habe noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Weil Dinger sammle ich auch, weil man kann auch diese alte Dosen ja verkaufen. Man kann ja auch Sachen verkaufen. Was war da drin?
ein Militech-Laster. Ich dachte, diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen den Laster. Personenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Ah. So. Wow. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Ich sammle lieber auf alles. Wow, es gibt echt viel, ey. Noch. Nimm den Scheiß doch jetzt. So. Wo ist Royce? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorliegen nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da.
Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. Aufs Sofa. Setzen. Maelstrom. Geht auch für dich. Fleischklopf. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du kannst. Setz dich! Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Entzug. Was ist das? Was kann die? Es kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Nein, danke. Danke, brauche ich nicht. Keine macht den Drogen. Was ist er? Hier ist er. Der Flathead. Modell MT-0-D12. Mal wird nicht danach suchen. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Zeig ihn mir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Lenk. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Wird reichen müssen. Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Rick hat es. Alles schon bezahlt. Rick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Ich was gefragt. Scheiß auf Brick, machen wir einen neuen Deal. Scheiß auf Brick, machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut, du willst den Flathead? Dann rückt die Eddies raus. Bekommen wir wenigstens Rabatt? Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie McKnackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist mir nicht tot. Genau. Ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Kurzschluss oder was? Ich warte nicht. Ihr Wichser seid tot! Okay, letzter Checkpoint nochmal laden. Aber ich musste ihn wahrscheinlich töten. Aber ich wollte nicht töten.
Ich wollte ihn nicht töten, aber okay, leider nicht. Ja, wir nehmen ihn. Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brick fix hier nirgendwo. Du etwa? Komm schon. Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Du hast die Eddies für das Ding. Rabatt? Fake Boy. Okay, ich muss eine Zeit machen. Du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Wir arbeiten für Dexton! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickert hat. Also ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Nein. Kurzschluss oder was? Peng. Kommt her, ihr Wichser! Habt die Missgeburt! Hat sie fertig, mich! Die Wale! Was ist am Los? Hier da! Danke, Schmitte! Schnappt ihr den Bot und den Kontrollspiel! Upgrade von Ikonische. Du hast soeben in Ikonische Item erhalten, zusammen mit einem Satz Schemeta. Mit diesen kannst du hochwertige Versionen das Item herstellen. Wenn du einen neuen Version ein Ikonische Item herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du Ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder ein Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlicher bleibt. Schnell! Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Powerwaffen erlauben dir, eine Zustände des Kugels zu steuern, wenn du die Cyberware ballistisch. Okay, ja. Kampfgadget-Waffen ausrüsten. Wow, cool. Englische Ideen? Hast du eine Ahnung, wie wir das schaffen? Denn hier ist zu stark gepanzert. Da kommen wir nicht durch. Aber die Fabrik ist verdammt alt. Hier muss es lauter Wartungstunnel und Schächte und so einen Scheiß geben. Ist ein Versuch wert. Okay. Jetzt langsam kapiere ich den Sinn des Spiels. Wow.
Attribut, okay. Inventar. Ich bin mehr so Pistolen-Fan. Perfekt. Hab alles. Bord und Steuer. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Und jetzt lass uns hier verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Oh. Gibt's keinen anderen Weg? Ach da. Bist du jetzt wie Assassin's Creed Art? Warte, warte, warte. Ach Scheiße, Mann. Das wird hier im Blick. Vorsichtig. Okay, Leute, das soll ich mal sagen. Ich mach das in der nächsten Folge. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.